Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Jeder kennt das, jemand wird von mehreren Leuten geschlagen, getreten, beleidigt und vieles weiteres. Sowas nennt man auch Mobbing. Doch was ist Mobbing genau? Wikipedia meint, Mobbing oder Mobben steht im engeren Sinn für psychisch Terror am Arbeitsplatz mit dem Ziel, Betroffene aus dem Betrieb hinaus zu ekeln. Im weiteren Sinn bedeutet Mobbing, andere Menschen ständig bzw. wiederholt und regelmäßig zu schikanieren, zu quälen und seelisch zu verletzen. Beispielsweise in der Schule, am Arbeitsplatz, im Sportverein, im Altersheim, im Gefängnis und im Internet. Typische Mobbinghandlungen sind die Verbreitung falscher Tatsachen, die Zuweisung sinnloser Arbeitsaufgaben, Gewaltandrohungen, soziale Isolation oder ständige Kritik an der Arbeit. Doch wie erkennt man Mobbing? Dazu sollte man sich mal anschauen, wie Mobbing abläuft. Meist ist es nicht nur ein Täter, sondern gleich eine ganze Gruppe von Leuten gegen eine einzelne Person. Durch Gruppenzwang möchten die meisten Außenstehenden auch nicht mit dem Opfer befreundet sein oder sie machen selber mit, da sie Angst haben, selber gemobbt zu werden. Meist handeln die Täter nur aus Spaß, sie finden es witzig, aber das ist es nicht. Provokationen gehören zum Mobbing dazu, denn ein Ziel der Mobber ist es, den Gemobbten zum Ausflippen zu bringen, sodass er jede Kontrolle über sich selbst verliert. Dadurch werden die Opfer sehr schnell aggressiv und rasten schnell aus, da sie irgendwann einfach keine Kontrolle mehr über sich besitzen. Die Gründe für Mobbing sind meist das Herkunftsland, also wenn man nicht aus zum Beispiel Deutschland kommt, also ein Ausländer ist. Über das Eigentum, sei es aus Neid oder aus anderen Dingen. Auch das Aussehen, welches ja meist das erste Thema ist, und das nur, weil das Opfer keine coole Frisur hat oder keine Kleidungsstücke von bestimmten Marken. Dadurch sinkt das Selbstvertrauen der Opfer und sie verstecken sich in ihrer eigenen Welt. Oft ist diese Welt die virtuelle Welt. Denn dort findet man sehr schnell Leute, mit denen man sich gut versteht, da man sich hinter der Anonymität des Internets verstecken kann. Jeder kann im Internet sein, wer er will. Leider haben die Eltern auch oft etwas dagegen, da sich die Noten in der Schule verschlechtern. Doch das muss nicht immer am PC liegen, sondern liegt auch am Mobbing in der Schule. Doch da sich die Gemobbten nicht aussprechen, haben die Eltern auch kein Verständnis. Die Leute versuchen sich auch nicht zu wehren, da sie Angst vor der Gruppe haben. Dabei meine ich nicht nur die Gemobbten, sondern auch die Zuschauer. Leider. Auch wenn man versucht, sich zu wehren oder zu einer Gruppe zu gehören, finden die Mobber immer einen Grund, weiter zu mobben, das fast zum Alltag der Täter gehört. Oft handeln die Täter auch wegen ihrer Vergangenheit, da sie wahrscheinlich selber gemobbt wurden. Deshalb versuchen sie krampfhaft, ihre Vergangenheit zu verhindern. Doch ein seelischer Schaden bleibt immer da, den man wahrscheinlich auch nie wegbekommen wird. Das Schlimmste beim Mobbing sind auch Drohungen. Das Opfer muss den anderen gehorchen, da sonst etwas passieren wird. So hat der Gemobbte immer mehr Stress im Leben. Diesen Druck hält die Person einfach nicht mehr aus. Und oft denkt sie dann an Selbstmord. Gutes Beispiel ist Amanda Todd, die sich nach langer Zeit wegen Mobbing das Leben nahm. Gemobbt wurde sie überall. Schule, aber auch im Internet. Das nennt man auch Cybermobbing. Amanda hatte einen eigenen Blog, nur leider wurde sie dort sehr oft beleidigt. Zum Beispiel nannte man sie oft Schlampe. Sie konnte den Druck nicht länger aushalten und nahm sich das Leben. Sogar nach ihrem Tod machten Leute weiter und schrieben weiter Nachrichten, in denen sie sie beleidigen. Doch Selbstmord ist einfach nicht die Lösung für alles. Es gibt genug Hilfestellen. Man kann zum Beispiel bei der Seelsorge anrufen. Doch der Tod ist niemals die richtige Lösung. Die meisten denken auch nicht mehr weiter, wie schön ihr Leben noch sein könnte, dass sie nie wieder die Leute sehen müssen, die sie gemobbt haben, oder was sie noch so Schönes im Leben erleben könnten. Nur leider wollen die Leute einfach nur den Schmerz verlieren, dabei bedenken sie auch nicht, wer sie alles vermissen wird oder um sie trauern wird. Es ist ihnen lieber, den kurzen Schmerz zu verspüren, wenn sie sich das Leben nehmen, statt dauerhaft diesen seelischen Schmerz zu verspüren. Aber wie gesagt, es gibt viele Hilfen gegen Mobbing. Auch ihr könnt etwas gegen Mobbing tun. Helft den Leuten, bei denen ihr wisst, sie werden gemobbt. Macht eigene Gruppen gegen die Mobber auf. Redet mit Leuten in eurer Umgebung und sucht Hilfe bei Erwachsenen. Aber tut eines nicht, und zwar zurückmobben.
denn sonst seid ihr nicht besser als die anderen und habt das Leben nicht verstanden. Ich würde gerne eure Meinung zu diesem Thema hören. Also kommentiert dieses Video oder postet eine Videoantwort. Bitte gebt auch Daumenfeedback, damit ich weiß, wie es euch gefallen hat. Aber achtet darauf, auf welchen Websites ihr euch aufhaltet.